Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Valheim mit Valheims entgrümt. Ja, Grüße aus der Entfernung. Hi. Ja, habe ich. Da war die Zunge mal wieder schneller als das Gehirn. Das Gehirn so. So. Jetzt habe ich hier mal ausprobiert, ich habe jetzt mal offscreen einmal die Dinger voll gemacht. Wir haben ja auf der einen Seite, haben wir ja jetzt hier quasi ein klein wenig gerade gemacht. Und auf der anderen Seite habe ich es halt nicht gerade gemacht. Und jetzt will ich wissen, welche Seite mir jetzt am besten gefällt. Und so wie es aussieht, ja, hier schwappt das eh rüber. Also, können wir es auch gerade machen. Weil hier war jetzt sozusagen Testanlage, bleibt das jetzt alles drinne? Damit man hier anständig reinrennen kann oder nicht. Und nein, bleibt es nicht. Das heißt, es wird überall gerade gemacht mit dem Holz. Dann kann das hier auch so rumliegen. Wir haben ja genug Platz. Das ist nicht das Problem. Und es gibt jetzt immer gut 100 Kohle, die ich jetzt in einem durch herstellen kann. Das vom Arbeitstempo gefällt mir ein bisschen besser. So, dann machen wir jetzt hier nochmal klein. Bisschen Änderung. Ich hoffe, ich habe noch jetzt genug Holz bei. Aber dürfte. Dürfte. So. Jetzt. Dann sieht das hier auch schon mal ein bisschen besser aus. Können wir hier nochmal mit dem Restholz hier ein bisschen Kohle machen. Aber es läuft schon mal ganz gut mit der Kohle. So. Dann wollen wir mal weiter gucken hier. Ich muss ja noch ein bisschen was an meinem Hafen ändern. Ich will das hier noch alles verändern. Ich will noch so viel verändern und machen und tun und essen sollte ich auch mal. Damit ich hier auch mal rennen kann. Schon wieder gleich das gesamte Holz ausgegeben hier. Kannst du dir das vorstellen, Maus? Ja. Ja, leider sehr gut, wa? Ja. ich finde, das sieht cool aus mit dem Qualm da an den Seiten und so. Das gefällt mir. So, jetzt kann ich hier nochmal reinschmeißen. Hier auch nochmal. Jetzt haben wir definitiv erstmal für Kohle genug. Und keine Rauchvergiftung. Trotz der Masse, die ich jetzt hier ansetze. So, dann könnten wir ja hier jetzt demnächst noch Kohle reinschmeißen. Überhaupt noch was zum... Ja, Schmelzen hatten wir noch. 4 Zinn hatten wir noch. Wir haben noch 23 Bronzebaren. Auch wenn das jetzt nicht allzu viel ist. Aber ich könnte ja mal... langsam mal meine Rüstung aufwerten. Deine war schon komplett 3, ne? Ja. Gut. Könnte ich ja jetzt so langsam mal meine mal so ein bisschen fertig machen. Mal ein bisschen Rüstung und so. Ich weiß, ich hatte hier irgendwo... Da. So. Als nächstes Bauprojekt wird jetzt sowieso das Lager angesetzt. Dementsprechend müssen wir da sowieso auch nochmal ran. So, jetzt nehme ich mir erstmal... Boah, ja. Trägst zu viel. Nicht so schlimm. So, aufwerten. Den Brustpanzer. Der kostet nur 3 Bronze. Okay. Nochmal 6 Bronze. Batz. Okay, jetzt noch die Armschienen. Okay, warum habe ich mir jetzt Hirschleder mitgenommen, wenn ich sowieso kein Hirschleder brauchte? Das kann mir keiner erzählen, warum ich das gemacht habe. Ich weiß es nicht. Und wenn ich es nicht weiß, ne, wer soll das denn wissen? So, aber jetzt habe ich auch endlich meine finale Rüstung hier.
So, von den Waffen, da fehlt dir jetzt nur noch der Algier mit 8. Na gut, das reicht nicht ganz. Und der bronzene Streitkolben. Das sind noch die beiden Waffen, die jetzt noch fehlen. Einen weiteren Flug brauchen wir auch noch mal. Das heißt, wir brauchen noch mal ein bisschen Bronze und Kupfer. Und für Nägel halt bräuchten wir noch mal ein bisschen was. Aber ansonsten Bronze bald durch. Das ist doch schon mal was Schönes. Das heißt, wir müssen nur noch mit der kleinen Ministadt hier weiter werden. Fertig werden, wie auch immer. Weil die Portale müssen ja auch so weit stehen. So, hier haben wir soweit auch in den meisten Kisten alles voll. Gut. Brauchst du nochmal Blaubeeren, Mausmaus? Ja, dringend. Dringend, habe ich mir gedacht. Na gut, dann gehe ich nochmal los und besorge nochmal Blaubeeren. Hallo, Wildschwein. Dann gehe ich jetzt nochmal los, Blaubeeren suchen. Und nochmal nach Zinn Ausschau halten. Weil mit 4 Zinn werden wir nicht viel weit kommen. Damit kriegen wir 4 Bronze hin. Kommst du denn mal kurz zu mir? Ich bin doch schon unterwegs. Ich habe ein Schweinelicht. Ich weiß, deshalb sag ich ja. So. Ganz schön grün hier bei dir, du. Ja, schmeiß mal dein Essen hin. Okay, ich soll mein Essen da hinschmeißen. Na, bitteschön. So, ich hab dir mein ganzes Essen gegeben. Ja, du jetzt verhungern. Ah, ich krieg aufgefüllt. Das freut den Krieger. Dankeschön. Ah ja, von wegen verhungern, ne? Hm? So, der Krieger geht jetzt mit seiner Keule in den Wald und wird ein bisschen Oger machen. Er wird jetzt ein bisschen rumogern. So, da haben wir schon das erste Ziel, was geogert wird. So, ab in den Wald. In den Wald, in den Wald, in den Wald, Wald, Wald. In den Wald, in den Wald, in den Wald, Wald, Wald. So. Die Keule ist ja... Also hier mein Hammer ist ja an und für sich Schlagwaffen. Schlagwaffen. Aber wenn ich jetzt mir die Bronzekeule mache, ist sie auch Schlagwaffen oder ist sie... Na, die ist eigentlich nicht mit aufgeführt, ne? Das heißt, sie könnte doch an und für sich auch eine Schlagwaffe sein. Das wäre doch cool. Das wäre sexy. Wenn ich das dann so aufleveln kann. Weil dann habe ich 2 Waffen, die mit einem aufleveln gehen. Das wäre mega. Ich sollte sie aber trotzdem mal wieder wegstecken, damit wir hier auch ein bisschen laufen können. Es pieselt halt schon wieder die ganze Zeit. So viele Himbeeren hier. Eiskalt mal mitgenommen. Eiskalt mal mitgenommen. Wie viel Blaubeeren willst du denn so ungefähr haben? Fuffi? Fuffi! Ich werde nie wieder aus dem Wald kommen. Fuffi, sagt sie eiskalt. Du hast gefragt. Na. Das war dein Fehler. Das war wirklich ein großer Fehler, ja. Ein sehr großer Fehler. Zumal es schüttet wie aus Eimern, ey. Das ist der Wahnsinn. Passt zum Real-Life-Wetter. Ja. Es regnet. Die Erde wird trollig. Wie geht das denn? Ja, keine Ahnung, da ist ein Troll.
Achso, weil das war jetzt natürlich vollkommen verkehrt. Jetzt wollte ich ausweichen, ohne Rechtsklick gedrückt zu halten. Mhm. Ich glaube, es stackt. Diese dreckige Lache. Easy Troll, easy. Ja. Das Skelett, warum kommen wir? Wieso rennt jetzt der Troll vor mir weg? Vielleicht hat er was auf dem Herd vergessen. Jetzt kommt er wieder. Ne, komm, du hast keine Keule in der Hand. Vor dir habe ich keine Angst. Ich sagte doch, ich habe keine Angst vor dir. Tja. Musst du mich nur noch mal kurz dran erinnern, wie man wieder ausweicht. Das war das Einzige. Das heißt, den einen Hit, den gönne ich dir. War mein eigener Fehler. So, dann können wir wieder den guten Hirschhammer nehmen. Hammer die Hirsch. Ah, weißt du was, Mausi? Darauf gehört zu rechnen. Ja. Ich werde langsam trocken. Und spaziere hier mit meiner dicken Waffe durch den Wald. Auf der Suche nach roten Pilzen! Die kannst du auch mitnehmen. Ja, meine ich doch. Weiß ich doch. Für Hirsch... Jetzt soll ich sagen, für Hirsch-Ragout. Ja gut, wenn du das kochst, dann wird es auch ein Hirsch-Ragout. Wie so eine Wundertüten essen oder was? Ja, du kannst Wundertüten essen machen. So, aber erstmal den Schaman hier mit seinem Gift besiegen. Will nochmal, wer hat noch nicht? Ach, das ist ein Stufe 2 Zwerg, meine Güte. Kein Wunder, dass er so grün und blau ist. Weil du ihn verprügelst. Das außerdem. Jetzt kommt doch, jetzt hört doch mal auf mit eurem Gift hier, das ist ja nicht schön. Hier wird jeder zertrümmert. Jeder kommt lang hier rein. So. Aber mache ich dem Ding hier keinen Schaden mit dem Hammer? Wann war das denn nicht? Ja, noch ein Ein-Sterne-Zwerg. Hier wird vernichtet. Komm, was da wolle. Mein Hammer, dem lechzt es nach Blut. Nach Zwergenblut. Und nach blauem Blut. Aber ich sehe hier mal wieder keine Blaubeeren. Juten kleinen Blaubeeren. So. Ah,
Aber wenigstens leveln sich die Skills ein bisschen. Ganz ehrlich, wenn ich irgendwo mal so 10 Sträucher, Blaubeeren finde, werde ich diese Stelle markieren. Wobei, man könnte doch rein theoretisch auch hier einen Blaubeerstrauch mal markieren, oder? Das wäre doch sinnvoll. Oder nicht? Ja. Warum mache ich das denn nicht? Weiß ich nicht. Weil dann weiß ich ja, wo die wachsen. Das heißt, ich fange jetzt damit an, Blaubeerbüsche zu markieren. Ja. Kriegen jetzt bei mir das Odin-Symbol. Nee, das ist ja das Tor-Symbol. Thors Hammer. Weil Thor war ja immer ein Freund der Ettens. So, rote Pilze sind ja jetzt nicht so markierungswürdig, die wachsen ja dann immer irgendwo anders. Ah, die Sträucher sollte ich auf jeden Fall markieren. Sobald es 2 plus sind. Ah, eine gute Idee. Ich bin aber schon wieder voll bis oben hin, ey. Das heißt, wenn ich jetzt noch Zinn finde, dann kann ich es auch nicht mitnehmen. So wie hier. Das ist halt das Problem, wenn man sich hier mit den Gegnern prügelt, ne? Gut, ich werde jetzt Steine gegen Zinn tauschen. Machen wir es so. Ich will nicht schon wieder ohne Zinn nach Hause kommen. Ich rate eine Trollhöhle, die nicht markiert ist. Dann gehen wir mal rein. Und ich höre auf jeden Fall schon jemanden. Der einen Stock in der Hand hat. Ich gehe wieder. Hat mich nicht gesehen. Aber mit dem Hirsch zerklopper traue ich mich da noch nicht so ran. So. Auch noch mal einen Zinn vorkommen. Blaubeeren, wo seid ihr? Nein, noch hier am See war noch auch noch eine Stelle mit 3-4 Stück. Hätte ich sie mir mal markiert, ne? Mhm. Aber noch mal ein paar Zwerge. Ding, erstmal ja aber sehr wenig Schaden damit. 8-3, jetzt sehe ich es erst. 7-7. Oh ja, Ewigkeiten, um das Ding zu zertrümmern. Aber es gibt Holz. So langsam gewesen. Ach, da kommen gleich die nächsten 4 Attentäter. Denk dran, mein Hammer wird mit jedem Schlag stärker, den ich ausführen muss. Ich hatte euch gewarnt. Sie wollten wieder nicht hören, Mausi. Schlimm. Oh, ich habe Blaubeeren gefunden.
Dann stelle ich mich hier gleich in die vier Sträucher rein und dann machen wir hier. So. Kupfer haben wir ja auch noch. Wie viel Kupfer hier in dem Wald ist, ist der Wahnsinn. Aber sind erst bei 200. Alle noch soweit ganz gut. Ich fange an zu frieren, Mausi. Mir ist kalt. Mach dir warme Gedanken. Ich denke gerade an Mausi. Boah, ist mir heiß auf einmal. So. Die nächsten Blaubeeren haben wir auch. Ah, nochmal Blaubeeren. Ja, wow, wow, wow. So. Blaubärchen, wo seid ihr? Mausi möchte frische Blaubeeren. Jetzt eigentlich einmal recht groß außenrum gelatscht hier. Aber weißt du, was mich gerade wundert? Ich werde hier die ganze Zeit nicht angegriffen oder so. Von der Horde Zwerge. Da kommt ab und zu mal so ein Skelett vorbei, das war's. Ein Skelett? Ein Skelett. Kennst du nicht die Skeletten? Ich kenn Koteletten, aber keine Skeletten. Jetzt sind die ganz wertvollen Skeletten. Jetzt wollte ich Skelett bei den Blaubeeren hinschreiben. Das hast du mich ganz irritiert hier. Wieso, warst du doch selber schuld? Du hast Skoletten gesagt. Ja, aber du hast da Buletten draus gemacht. Hä? Nee, das hast du jetzt gerade gesagt. Nein, habe ich gar nicht. Hör auf zu schubsen, Hund. Donny Hund? Der kann nichts dafür. Fühl mich nicht länger ausgeruht, aber das sieht nach Kupfer aus. Das haben wir nicht markiert. Noch mehr Kupfer. Der Vollmond ist auch auf meiner Seite. Ach, kannst du ja sowieso nicht mehr. Jetzt kann ich das ja so. Ja, jetzt muss ich liegen lassen, weil ich hab doch schon voll. Dann komm erstmal nach Hause. Nein, ich muss 50 Stack Blaubeeren sammeln und das werde ich jetzt auch tun. So. Ich bin schon bei 21, ja? Mhm. Oder brauchst du sie so dringend? Nee, damit du dich erstmal leer machen kannst. Nein, wir brauchen 50 Blaubeeren. Darf bloß keine Bambis umbringen. Wenn sie förmlich danach schreien, töte mich. So, ich markiere jeden einzelnen Strauch hier. Deine
kalten Hitze aus, ey. Ich fühle mich gerade wie in einer 90-Grad-Sauna. Vielleicht bist du eine. Ja, der Hund ist eine. Ich glaube, ich mache mir gleich den Venti an. Ja, so. Na, dann mach doch. Ja, eine Aufnahmepause. Ja, ja. Und gleich hört man nur. Das macht höchstens sein Popo. Mein Popo kann sowas nicht. Doch. So, Kopfer. Ist das jetzt dein Ernst? Ich habe mich extra in die Hocke gesetzt. Ja, das ist dein Ernst. Nee, ich merk schon. Ach, ist das schön hier. Wo ist es schön? Bei uns. Echt? Haben wir schon so hübsch gemacht? Ja. Ist doch noch gar nicht richtig fertig. Die Stadtmetropole muss doch noch gebaut werden. Ich habe schon meine eigene Metropole gebaut. Die Wiesen- und Grünen-Metropole, oder wie? Wo sind meine Blaubeeren hin? Wer hat meine Blaubeeren gegessen? Ich nicht. Bambi, lass mich. Dann kannst du mich nicht mehr schieben. Kaum ziehe ich die Waffe. Du bist mir aber auch ein Bambi, da. Blaubeerstrauch? Nein. Normaler Strauch. Langweiliger Strauch. Was denn? Langweiliger Strauch. Ja. Zinn. Krieg ich vom Gewicht noch? Ja. Ich könnte was zu essen vertragen. Dann vertrage ich mal was zu essen. Oh, nicht schon wieder einer, der nervt. Wer nervt denn? Ein Troll? Der ist tot. Der Troll ist tot? Nee, der Schaman ist tot. Ach ja. Wer mich nervt, muss sterben. Das waren zwei super getimte sneaky Schüsse. Ja, die Feuerpfeile sind schon cool. Hast du wohl nicht gedacht, dass du hier den Turtle einmal so wegsteinern kannst? Der steinert dich gleich doch. Wer will fleißige Blaubeeren sehen, der muss in den Düsterwald gehen. Ach du Scheiße. Ja, ich sehe keine Blaubeeren mehr hier. Ist echt wie verhext und verflucht. Dann schickst du mich in 3 Folgen wieder in den Blaubeerwald. Verstehst? Ja. Man schmeißt nicht mit Steinen auf Leute. Wie oft noch? Warum nicht? Das ist unhöflich. Jetzt würde ich das ja auch machen. Einfach mal so. Aber Mausi. Ja. Das macht man nicht. Siehst du? Das tötet Zwerge. Hm. Um die ist es nicht schade, aber. Auf mich doch nicht. Ich bin doch so empfindlich. Ach, warte, du kannst es ab.
Ah, ich hab Blaubeeren. Oh, ich hab Blaubeeren gefunden. Gleich vier Sträucher ineinander. 26 habe ich schon. Oh Gott. Ich sage, ich komme hier nie wieder aus dem Wald raus. Ich hab doch gesagt, komm nach Hause, Mensch, du Affe. Bin ich denn wenigstens ein haariger Affe? Ja, willst du ein nackiger Affe sein? Ja. Hä? Ja, da bist du ja schon einer. Ja, aber jetzt will ich auch ein haariger Affe sein. Jetzt will ich beides in eins sein. Nackig und haarig. Dann sei ein Saiyajin. Wieso soll ich denn Saiyajin werden? Zuerst sind sie nackig und dann sind sie behaart. Ach so. Also dann habe ich deren Haarwuchstum. Dann mache ich dann halt auch Wuchstum? Wie viel Wuchstum? Ich komme, glaube ich, doch nicht mehr nach Hause. Schäme mich. Warum? Werd nur psychisch vergewaltigt. Was sagt man? Nö. Sowas macht man, ne? Nee. Ah, ich bin raus aus dem Düsterwald, Mausi. Und ich laufe, und ich laufe. Der böse, böse Düsterwald. So, hier haben wir noch mal Himbeeren, die können wir auch noch mal mitnehmen. Ach, guck dir mal an hier, hat irgendjemand so eine Burg einfach so in die Landschaft gehauen. So eine halbe Festung hier. Hoppala, da sind auf einmal Bäume geplumpst, das habe ich gesehen. Und die haben einfach Plupp gemacht und dann waren sie da. Bin zu Hause. Oh, keiner zu Hause. Na denn. Bin da, wer noch? Ja, so ungefähr. So, dann packe ich dir hier mal alle rein. Achso, du hast das sogar schon getrennt. Oh. Na gut, dann das darf er dann da nicht rein. Muss er dann da unten rein? Irgendwie. Ich rate, die Blaubeeren gehören auch da unten rein. Wir haben ein bisschen viele gelbe Pilze, ne? Ja. Ja. Du wolltest letztens, dass ich alle aufsammle. Ja. Du hast mich gezwungen. Ja. Man Wir lässt ja haben es auch auf nichts liegen. Video, du kannst es noch nicht mal leugnen. Sowas lässt man auch nicht liegen. Gut, habe ich noch irgendwas zu essen bei mir, an mir? Noch diese An Brech, mir. ich habe noch diese Brechbären. Hatten wir die nicht bei dir hier auch abgelegt? Ja. So ein bisschen Kleingeld, ein bisschen Zinn. Na, das kommt ja rüber zu mir. Was ist denn los? Auch immer, wenn das der Hund macht, muss ich es auch machen. Achso. Das ist so ein Muss-Effekt. So ein Muss-Effekt, ah. Hier plopsen Bäume auf. So schon wieder heimlich hier, ich baue den Wald aus, gespielt. Nee. Na ja gut, das machst du ja nicht heimlich, das machst du ja offensichtlich. Na, es wird langsam so ein bisschen idyllisch hier. Oh, in der Schmiede ist alles fertig, das siehst du schon vom Weiten. Bin ich aber enttäuscht. Was bist du enttäuscht? Guck mal nach links. Das ist rechts. Hä? Wieso sind da jetzt so viele Bäume? Das fällt ja aber früh auf. Ja, aber in die Richtung soll doch mein Lager gehen. Warum sind da jetzt Bäume? Ich hab die doch erst alle abgeholzt. Jetzt kannst du sie noch mal abholzen.
Masi mobst mich. So, dann mache ich jetzt den gemobsten Cut und dann sehen wir uns in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also, gemobst euch wohl. Bis denn. Gemobst.